Ja, guten Morgen, Bienenfreunde. Wir haben heute, ich glaube, den 8.5.2022. Und worum soll es heute gehen? Ich bin wieder auf dem Außenstand und ich zeige euch mal, was ich heute vorhabe. Und zwar geht es um Honig. Eventuell bei mir der dritte Honigraum, bei einem den zweiten Honigraum. Und was brauchen wir alles? Was habe ich mitgebracht? Ich habe mir hier noch vier Honigräume mitgebracht. Smoker sowieso, mein Wassereimer und für die erste Honiganalyse ein Refraktometer. So, wie gesagt, es geht um Honig. Ich möchte gucken, wie weit die hier sind. Das ist ja auf dem Außenstand und da ist nicht weit entfernt das Rapsfeld. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal so drehe. Da hinten seht ihr das Gelb. Das ist das Rapsfeld, ist so 100 Meter, 150 Meter weg. Es soll jetzt erstmal um dieses Volk hier gehen. Das hatte ich letztens mächtig geschröpft, da war der ja dabei. Und da möchte ich jetzt erstmal reingucken, wie es aussieht und vor allen Dingen Schwarmzellen. Ich hatte ja gestern ein kleines Short-Video hochgeladen. Bei mir auf dem Heimatstand ist ein Schwarm entwichen. So, das sieht gut aus hier. Ihr seht schon, der ist voll gelaufen. Hier haben sie ein bisschen Überbau, das stört mich aber nicht. Müssen wir nochmal den Smoker richtig in Gang bringen hier jetzt. Ich habe mein vermodertes Holz vergessen, habe jetzt hier bloß Gartenkräuter getrocknete drinne. Brennt zwar auch, aber nicht so lange. So, und den ersten Imkerfehler, den ich hier mache, Rauch in Honigraum geben. Nicht mehr ins Gesicht hier. So, ich schaue dann mal. Ah ne, das machen wir zum Schluss. Die Honiganalyse machen wir zum Schluss. Wir nehmen die erstmal runter hier. Ich gucke erstmal im Brutraum. Ich denke mal, der hat bestimmt schon 20 Kilo. Und ihr seht, hier haben sie den B-Space auch nicht richtig angelegt. Wobei die auch bis hinten ausgebaut haben. Also die kriegen auf jeden Fall einen Honigraum drunter. Ich denke mal, hier kann ich nächste Woche. Oh ja, der ist auch schon schön schwer. Na, jetzt scheint der Raps in Gange zu kommen. Machen wir erstmal einen Deckel drauf, dass die uns hier nicht stören. Immer ein bisschen Rauch drauf. Ich zeige euch das jetzt hier an den einen Volk. Da gucken wir durch, den hatte ich ja drei Brutwarm entnommen. Nach dem Regen gestern sind sie hier nicht ganz so lieb. Machen wir nachher sauber das Sheet. Und ihr seht, trotzdem ich hier drei Brutwarm entnommen habe, seht ihr was? Ist immer doof hier jetzt mit dem DJI. Mit der anderen Kamera geht es wahrscheinlich besser. Na, ich zeige euch die Waben dann. So, und bevor hier Bienen auffliegen, schieben wir erstmal alles ganz nach vorne. Ihr seht, die gucken hier neugierig raus, krabbeln mich an. Es ist noch ein bisschen frisch heute. Was heißt frisch? Wir haben 10 Grad, glaube ich.
schön bebrütet alles. So, mir geht es hauptsächlich da bei diesem Wetter und bei der Tracht jetzt, was hier bei mir ist, viel Schwarmstimmung herrscht. Die kriege ich so nicht abgeschüttelt. Ich muss die hier ein bisschen verdrehen, die Honigbäume. Oh, sind die schwer. Mein Gott. Und bei den Großraumbeuten ist es immer schön, ihr könnt die Bienen direkt hier in die Wabengassen abschütteln, da habt ihr ja Platz drin. So, wir gucken dann mal hier nach Schwarmzellen. Hier sind so Spielnäpfe. Hier ist schon was drin, wieder aber noch offen. Hier auch ein großer. Okay. Das war's ja auf der Wabe dann. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Mit der anderen Kamera ist immer besser. Aber ich wollte es eigentlich heute bloß schnell machen. Hier ist schon wieder überall Brut bestiftet. Und ihr hört bestimmt die Drohnen hier. Die jetzt hier aufgeflogen sind. Und ihr seht schon, trotzdem ich die so geschröpft habe, drei Brutwaben rausgenommen, ist die Kiste schon wieder voll hier. Plus die noch im Honigraum sind. Deshalb mache ich das eigentlich immer auch gerne früh. Da sind die meisten Bienen noch zu Hause. Und ich sehe die dann. Und ich kann die Volksstärke besser einschätzen. Hier war auch eine Schwarmzelle noch offen. Also dies hier ist ein Schwarmjahr. Wieder ein bisschen Gelee Royal drinne. Hier ist auch eine. Da ist auch schon was drinne. Haben wir gleich wieder was zum Naschen hier. Ja, und ihr seht dieses Brutnest hier. Wie gesagt, das ist die erste Nachtzucht, die ich im August noch gemacht habe. Von der G10. Carnicas Glenar. So, und ich zeige euch mal das Schwarmzellennest. Seht ihr hier unten alles Schwarmzellen? Schon verdeckelt, also ich könnte jetzt eins machen, die alle ausbrechen und mache da ein Absperrgitter vor für 3 Tage. Aber die Schwarmbereitschaft ist dieses Jahr enorm. So, wir können jetzt hier. Ich habe ja hier so mein kleines Werkzeug und damit kann ich wunderbar hier die Schwarmzellen abschneiden, ohne, huch, die ist jetzt reingeplumpst, mal sehen, ob wir so ohne Stiche rauskriegen, lass mal ein bisschen Rauch wieder rein. So, haben wir sie raus. Okay, ich schneide noch die anderen hier weg. Die eine ist über den Draht drüber, die wird wohl zerstört werden. Denke ich mal. Seht ihr was? Ja, die ist hier am Draht fest. Ich versuche die aber trotzdem rauszukriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht hier. Ja, ich habe sie trotzdem gut rausgekriegt. Eine schöne Schwarmzelle. So, dann haben wir hier noch welche. Die schneiden wir auch ganz ab.
Ich kann ja mal gucken, wie weit die Königin hier ist. Seht ihr das? Ist noch im Rohbau. Ja. Okay. Gut, hier haben sie noch einen hier hinten. So, dann gucke ich noch mal von der anderen Seite, ob wir da noch was sehen. Ja, hier ist auch ein Spielnapf. Okay. Also ich hatte hier auf dem Außenstand schon ein Volk, das geschwärmt war. Das ist jetzt der Drohnenrahmen. Da legen sie auch gerne an. Schaue ich auch mal schnell durch hier. Dann beim Drohnenrahmen muss man vor allen Dingen hier an den Seiten, da sind oft versteckte. Da habe ich letztens auch eine übersehen. Ja, manchmal ist sowas auch hier, als das ist aber Drohnenbau gewesen. Also das heißt, nächsten Samstag wieder, falls es nicht im Baum hängt vorher. So rum müssen wir es drehen. Sehr viele Drohnen. Da haben wir ja ein bisschen. Da haben sie ein bisschen Wildbau wieder getrieben hier. Ich bin sowieso gerade noch beim Wachsschmelzen. Da passt das gut. Das erstmal zusammenkneten hier. Möglichst alles wegmachen. Das kommt dann in die Beute rein. Und der Rest nehme ich dann mit dem Wassereimer mit. Wahrscheinlich haben sie sich wieder beruhigt, damit die kriegt. Was in die Bienenbeute fällt, ist nicht verloren, sage ich mal. So, ich mache jetzt noch Folgendes. Ich reinige das Absperrgitter kurz. Erstmal muss ich mir die Pfötchen wieder waschen. Seht ihr das? Das Wachs verschmelzt sich jetzt hier einfach mit dem Brenner ein bisschen ab. Ich gehe mal wieder runter von der Beute. So, dann geht man wieder runter hier. Normalerweise würde ich hier ein neues Absperrgitter drauflegen. Dann hat sich das mit dem Wildbau auch erstmal ein bisschen erledigt. So, jetzt kommt der Smoke aber richtig in Gange hier. Jetzt habe ich wieder eines zermorkelt hier. Okay. So, ich hatte ja gesagt, die kriegen jetzt hier erstmal den dritten Honigraum. So, wie habe ich den ausgebaut oder ausgestattet? Ich habe es dieses Jahr so gemacht. Einfach alte Waben ausgeschnitten. So in der Mitte 3-4 ausgebaute Waben. Den müssen wir hier mal ein bisschen abkratzen noch. 3-4 ausgebaute Waben in der Mitte. Und rechts und links, da können Sie jetzt Naturbau betreiben. An den angesetzten Zellen. So, heute hat sie nicht so gefallen. Gut, gestern hat es geregnet. Wir haben
hier den zweiten Honigraum. Ich brauche den nicht mal drehen hier, der ist so knackevoll hier. Wir ziehen mal eine Wabe raus. Ich könnte jetzt hier an der Randwabe mal messen. Ja, wie gesagt, das war eine Mittelwand. Schön ausgebaut. Ich stelle die mal kurz hier an der Seite ab. Macht sich jetzt natürlich schlecht hier. Gut, so, jetzt haben wir sie. Ich möchte mal in der Mitte gucken. Inwieweit er schon verdeckelt ist. Also verdeckelt haben sie hier noch nicht viel. So, hier eine Wabe mit Drohnenbau. Seht ihr hier noch was? Ja. Ja, wir haben wieder einige, die sagen, der Biesbeest stimmt nicht. Das kann schon sein. Aber das ist ja im Honigraum nicht so tragisch. Ja, voll, sehr schwer. Hier fangen sie jetzt an zu verdeckeln, ja. Und hier tun wir jetzt mal kurz messen. Ich hole mal meinen Refraktometer. Und ich messe mal unten und dann messe ich noch mal eine Wabe am Rand. Manchmal werden die auch gar nicht ganz verdeckelt, wenn so viel Tracht ist. So, um jetzt hier was zu entnehmen, ich nehme immer diese Probierstäbe. Manche nehmen einen Stockmeißel, aber damit könnt ihr schon mal schnell. Ich nehme mal hier unten eine raus. Und wichtig ist beim Refraktometer, die ganze Fläche bestreichen. Ich habe schon mal gesehen, in der Mitte ein Klecks und rechts und links waren dann Luftblasen. Das funktioniert natürlich nicht. Oder auch cremigen Honig hier drauf machen, habe ich auch schon gesehen, dass jemand cremigen Honig hier drauf macht. Das funktioniert natürlich auch nicht. Gibt ein falsches Ergebnis. So, ich muss mich ja ein bisschen frei machen, da ich jetzt den Schleier auf habe, deswegen setze ich den eigentlich nicht gerne auf. Also im Prinzip, ich könnte euch das jetzt auch, kriege ich schlecht hin, hat der hier 16,8%. Ja, das ist schon okay. So, und dasselbe mache ich jetzt nochmal hier mit der Randwabe. Mal gucken, wie er da ist. Gebt ihr mir ein bisschen ab? Ja, der ist wesentlich flüssiger hier. Und denn es darf eben keine Luftblase auf den Objektträgerglas sein oder Fremdkörper. So, ich messe den nochmal. Also in der Mitte war er gut. Ja, wie gesagt, bis nächste Woche. Der hat 20% am Rand. Wenn ich nehme mal bloß die Waben in der Mitte raus, der ist noch nicht okay. Aber das schaffen die schon noch. Soll ja nächste Woche wieder richtig knallig warm werden. Das sieht schon richtig gut aus hier. Schön schwer. Und hier oben wird er noch trockener sein, weil das war ja im Prinzip der erste Honigraum. Innendeckel drauflegen. Ja Leute, so, das war's jetzt hier vom Außenstand. Das eine Volk wollte ich euch noch zeigen. Ihr habt schon gesehen, die waren heute ein bisschen stechlustiger. Mag daran liegen. Erstmal kühl, gestern hat es geregnet, die konnten wahrscheinlich nicht rausfliegen. Und ich mache das, wie gesagt, immer früh, da kann ich die Volksstärke am besten einschätzen. Und den habe ich jetzt erstmal alle Weißelzellen gebrochen, weil die am Schwarm schon sind, auch verdeckelt drauf. Aber wir sehen uns demnächst.